Ja, das kann man. Es gehört auch einfach dazu, dass man es tut. Es hat natürlich gerade am Tag danach noch in uns gearbeitet, aber ja, wie wir von den Spielern erwarten, dass man die Situation auf dem Platz sofort abhakt und an der nächsten arbeitet, nehmen wir uns das natürlich auch vor, auch wenn es nicht ganz einfach ist, weil das für uns natürlich ja, zwei verlorene Punkte waren. Wobei nach dem Elfmeter und der Gelb-Rot-Karte muss man natürlich sagen, dass es auch ein offenes Spiel war und der Punkt nachher aufgrund der letzten 20 Minuten dann auch okay war. Nur davor hatten wir das Spiel klar im Griff, hatten die besseren Chancen und hätten das Spiel auch auf unsere Seite ziehen können oder vielleicht sogar müssen. Von daher war es so. Aber Fußball ist es nicht immer oben und nicht immer unten, sondern der Mittelwert ist der entscheidende und wir wissen ganz genau, was wir können, was wir gut gemacht haben und daran ziehen wir uns hoch und wollen das natürlich dann in Frankfurt umsetzen und besser machen. Ja, ein Gegner mit viel Selbstvertrauen, ein Gegner, der sehr spielstark ist, der viel Tempo hat, der auch Torgefahr ausstrahlt, der Fußball spielen möchte. Das sind Attribute, die immer gefährlich sein können. Und wir sind gewarnt, wir wissen, glaube ich, um die Stärken, wollen aber voll dagegen halten mit allem, was wir haben und unsere Stärken, unser Spiel eigentlich dann einfach umsetzen und auf den Platz bringen. Ja, Gianluca Korte hat jetzt die ganze Woche voll mittrainiert, fühlt sich auch besser. Also von daher gehe ich davon aus, dass er zurückkommen wird. Plus, Gabi ist ja jetzt auch sporttauglich, hat auch davor schon die ganze Rückrunde teilintegriert mittrainiert, zum Schluss jetzt voll mittrainiert, sodass er auch in Kader kommen könnte, sodass wir jetzt auf jeden Fall bis auf Nino Mjotke alle Mann an Bord haben und aus dem Vollen schöpfen können. Gar keine. Die hat man in der Vorbereitung abgearbeitet. Jetzt geht es darum, vom Kopf her hellwach zu sein, sich auf die Gegner vorzubereiten, kurz und intensiv, die Kräfte zu sammeln, psychisch wie auch physisch. Und von daher kann man da kleine Inputs geben, aber große Inhalte, wenn er nicht mehr trainiert. Ja, wie immer. Ganz wichtig, also wir betonen es immer wieder, dass jeder Einzelne wichtig sein wird für uns und gegebenenfalls kommen ab und zu auch einfach Sachen zustande, mit denen man gar nicht so gerechnet hätte. Von daher ist es, glaube ich, wichtig und das habe ich bisher auch immer betont, wie gut die Jungs das machen, dass alle mitgenommen werden, alle wissen, dass sie in der Kabine wie auch auf dem Platz ihren Teil zu unserem Erfolg dazu beitragen können und wir das auch von denen einfordern. Und nochmals auch auf diesem Wege ein Kompliment an die Mannschaft, wie sie es bisher gemacht haben und ich mache mir da keine Gedanken, dass wir da auch als Team nicht weiterhin zusammenhalten werden und zusammen alles für den Erfolg tun werden.